Hallo und guten Abend zum 11. Dezember schon. Oh, so schnell wie die Zeit vergeht. Manchmal ist so am Überlegen, welcher war denn heute? Ja, ich habe überall Kalender. Aber irgendwie, ja, denkt man doch nicht dran, wie schnell die Zeit vergeht. Heute zeige ich euch wieder zuerst das Diamond Painting. Und ich muss sagen, das sieht so hübsch aus. Das glitzert richtig. Ich glaube, das sieht man jetzt auch ganz gut mal, wenn ich das so ein bisschen hin und her schwenke hier oben, ne? Sieht richtig hübsch aus. Also ich muss sagen, mit denen bin ich richtig zufrieden und das gefällt mir so gut. Also das war wirklich ein glücklicher Kauf. Anders wie gesagt, ich bin wirklich sehr unzufrieden mit dem Malen nach Zahlenbild vom Frech Verlag, also von vom Top, ne? Top, ich glaube, das kennen einige. Die haben auch verschiedene andere Sachen, aber dieses Mal nach Zahlenbild, die Farben sind nicht so stimmig. Ja, das sind 24 Farben, aber vielleicht. Es gibt von denen auch einen Mandala-Adventskalender zum Ausmalen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Mandala von der Farbgebung her vielleicht schöner ist, aber die Leinwand, wie gesagt, ist nicht schön. Also da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, ne? Weiß nicht. Also es macht wenig Spaß. Das Diamond Painting macht sehr viel Spaß und dann geht's weiter. Bei den Streichholz-Adventskalender war es heute Glanz und Gloria, Jesaja 60, 19 bis 20. Dann beim eigenen Adventskalender war es heute eine rote Kerze. Die hat so ein bisschen nach Orange geduftet. Beim Level-Up-Adventskalender war halt etwas drin, was ich nicht mochte. Ich war froh, ich habe das so in recht schnellen, vielen Schlucken leer getrunken, weil es mir so unangenehm war zu trinken. Und zwar Cookie-Dew. Und nein, das wird nicht mit Milch angerührt, laut der Empfehlung hier drauf, mit Wasser. Vielleicht mit Milch anrühren. Aber mit Wasser, das war so fürchterlich. Ugh. Nee, also das, nee. Nein, 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 nein. Der Tee-Adventskalender hat heute auch nicht geschmeckt. Das war Gott ist nah, wo die Menschen einander Liebe zeigen. Aber das ist ein guter Satz von Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi sagt einem bestimmt auch einiges. Auf jeden Fall ist das die Hoffnungszeit. Grüner Tee, Erdbeere, Erdbeergranulat, Aroma. Hat aber nicht nach Erdbeer bei mir geschmeckt. Grüner Tee, es war sehr starker grüner Tee. Also auch nicht so lecker. Leider. Watertop ist mir heute ein Fehler passiert. Und da muss ich sagen, Mikrotees kalt trinken, also ein kaltes Wasser auflösen lassen, schmeckt einfach blöd. Man muss ein Mikrotee in ein heißes Wasser geben, sprudeln lassen, trinken. Man kann den auch dann kalt trinken, aber gleich den Sprudelwürfel in kaltes Wasser tun, es ist so eklig. Mir ist da der Fehler passiert. Ich so wie immer jeden Abend mach mir da mein Watertop fertig. Ich hab's mir aufgeschrieben, dass es ein Mikrotee ist, aber ich habe voll vergessen, dass es also ich hab's dann, während ich das dann reingetan habe, voll vergessen. Ich habe dann draus getrunken, habe gemerkt, irgendwas stimmt doch nicht und ich so, ach, bist du blöd. Ja, ist so. Ist so, würde ich sagen. Passiert. Ja, bei den Just Legends Adventskalender haben wir heute einen Hydrationsdrink drin, und zwar Sherry Banane. Das heißt, das ist auch ein Getränk, das kann ich jetzt hier zum Abend noch trinken, um den Geschmack von meinem Watertop wegzutrinken. Wie ich aber schon sagte, auch bei den normalen, bei den Game, also bei dem Booster, oder beim Performance Drink, wie die das ja nennen. Ja, die Banane, also wer Gelee-Bananen kennt, so ähnlich. Es ist nicht wie frische Banane, sehr künstlich, die Banane. Und nee, das schmeckt leider überhaupt nicht. Also das ist ein Getränk, das magst du. Also ich mag es, als die lange diese Getränke schon trinkt, überhaupt nicht. Nee, das ist so furchtbar. Aber heute ist so Geschmack der fürchterlichen Sachen. Also das habe ich ja selten, dass alles so scheiße schmeckt.
Ich komme noch nachher dann noch mehr dazu. Wenigstens bei Netto hatten wir was Erfreuliches drin, und zwar ein Lindherz. Und ich sag mal, da wird sich mein Sohn drüber freuen. Genauso habe ich heute drin gehabt, bei Edeka eine weiße Kugel, und bei Müller war eine Doppelmilchkugel drin. Jo, kann man machen, ist okay. Bei den Müller Adventskalender, diesen Ampullen, ist wieder so eine weiße Flüssigkeit, und ich weiß jetzt schon, dass wenn ich das nicht hochkant hinstelle, dass ich wieder hier oben alles ansammelt und auch schwieriger mitten rauskommen sein wird. Aber es ist Beauty Night Konzentrat, verwöhnt und regenerierend. Es war so an sich okay, bloß es kam halt schwer, beim letzten Mal schwer raus aus der Ampulle. Muss ich mir mal was einfallen lassen. Bei Aldi war heute ein kleiner Weihnachtsmann drin. Das ist ja die Hache-Schokolade, also ein Edelvollmilch-Weihnachtsmännchen. Ja, kein richtiger großer Weihnachtsmann, sondern ein Weihnachtsmännchen. Bei Lidl war heute ein Karamellstick drin, das erspare ich euch zu zeigen. Bei Rossmann war heute Tee drin, und ich gehe davon aus, dass der besser sein wird als mein Adventskalender-Tee, beziehungsweise mein kalter Mikro-Tee von Wutetwoppe. Es ist nämlich, sind drei Sorten. Und zwar King's Crown, dreimal Früchtetee, Winterpunsch mit fruchtig-süßen Aprikose-Mandelgeschmack. Es riecht auf jeden Fall, finde ich, nach Zimt. Es riecht irgendwie, also es riecht winterlich. Aber ich habe eher so einen Zimtgeruch in der Nase. Ist aber okay. Bin mal gespannt, wie der dann schmecken wird. Bei Stavana war heute dieses Produkt drin. Bonjour oder Bonjour? Ich glaube aber, das wird nicht Bonjour ausgesprochen, oder? Bonjour ist, glaube ich, nochmal was anderes als Bonjour. Auf jeden Fall Magwirt Cream Calming Mask. Also es ist eine Maske, steht hier drauf. Man soll die auch auftragen, 15 bis 20 Minuten einwirken lassen und dann direkt abwischen. Und man soll sie abwischen, bevor sie komplett trocknet. Also so sieht denn die Tube aus, die kann ich euch ja noch zeigen. Sieht okay aus, bin ich mal gespannt, wie das dann sein wird. Dann haben wir, da geht's weiter mit den ekelig, schmeckt total unangenehm. Blackbox Man Schemes Immun Direkt Sofortspray mit vierfach Pflanzenkraft für Immunabwehr mit Enchi Achea. Also das war, glaube ich, hier dieses Sonnenhut. Das hatte ich ja bei dem Meerschweinchen Adventskalender auch. Kurkuma, Ingwer und was hatte ich hier? Citrus oder Zistrus? Citrus? Ich glaube Zistus. Zistus. Zistus? Auf jeden Fall ist ja noch Vitamin D3, B12 und Seen da drin. Und es soll eigentlich nach Orange und Ingwer schmecken. Es schmeckt so unangenehm. Ich weiß es nicht. Also ich probiere es jetzt aus. Es sollen 25 Anwendungen sein. Ja, da muss ich sagen, da finde ich hier diese Tropfen hier, die drinne waren, diese Vitamin D3 K2 Tropfen vom Geschmack her viel, viel besser. Also das da ist eklig. Vor allem, das ist ja auch so, wie viel Sprühstöße? Vier Sprühstöße ist eine Anwendung. Sehr unangenehm. Vom Geschmack her, sehr unangenehm. Weiter geht's mit einem Produkt, wo ich nicht weiß, weil ich habe solche Produkte noch nicht verwendet. Einfach nur, weil ich halt jetzt nicht so von festen Produkten überzeugt bin. Liegt aber einfach da an Gewohnheit, ne? Ich glaube, hätte ich schon immer solche Produkte verwendet, dann wäre ich vielleicht auch anders vom Verhalten. Auf jeden Fall haben wir hier ein Wildrose und Arganöl fester Conditioner von Velvety. Die Firma sagt mir überhaupt nichts. So, und ich will sie euch mal zeigen. Auf jeden Fall krümelt sie beim Rausnehmen. Also sie ist auch nicht so sauber gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das dann Produktionsfehler ist. Also man sieht, die hat hinten Löcher. Weiß nicht, ob ihr seht, aber
Sie hat auch Blasen geworfen. Das zeigt eigentlich, das kenne ich von meinen eigenen Wachsgießen. Also ich gieße mir ja selber Kerzen und auch Seifen habe ich schon selber gemacht. Deswegen weiß ich, wenn die Blasen bilden, dann war das nicht richtig erhitzt und man hat zu viel Öl genommen. In dem Fall weiß ich nichts. Also ich kann es jetzt nur von meinen Erfahrungen, wie ich selber meine Produkte mache, erzählen. Und ja, das ist aber eigentlich, wenn das so ist wie bei mir, dann ist das eine ganz geringe Qualität und zeigt halt nicht von einer guten Qualität, die dann auch was bewirkt. Also da muss man dann abwägen können, ne? Also das, wenn man sowas hat, Blasen drauf, dann ist das schlecht verarbeitet. Also, das sind halt eigene Erfahrungen, aus denen ich hier spreche. So an sich riecht man halt diese Wildrose raus. Das riecht aber auf jeden Fall ganz gut. Und so, jetzt im festen Zustand, fühlt sich's auch ganz gut an, bis auf dass es halt ein bisschen bröckelt. Ich werde es auf jeden Fall testen, weil jetzt habe ich ja gesagt, ich werde alle Produkte so weit wie möglich testen, damit ich halt auch wirklich eine ernsthafte Meinung von bilden kann und nicht nur aufgrund von irgendwas Äußerlichen oder so, sondern wie wirkt es wirklich? Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil man sollte sich, das ist es ja, man sollte sich von Äußerlichkeiten nicht irritieren lassen oder Vorurteile haben, sondern es erstmal ausprobieren, ne? Jo. Nun zu den Isana, da hatten wir heute drin, jetzt muss ich kurz gucken, eine All-in-One-Cream mit Bio-Kokosöl. Ja, ist halt eine Creme, die man mit für alles nehmen kann. Nee, die hatte ich noch nicht ausprobiert, oder? Hatte ich die ausprobiert? Doch, die hatte ich ausprobiert, denn mir ist gerade ein kleiner Flatschen auf die Hose gefallen, aber das ist nicht schlimm. Doch, die hatte ich, glaube ich. Aber die riecht halt nach nix. Die riecht nach nix. Also, da kann ich jetzt sagen, es ist so eine Creme. Wer meint, ja, ich nehme gerne mal sowas, mag nicht so viel Duftstoffe, da wäre die ganz gut. Riecht nach nix. Ob sie pflegend ist, kann ich jetzt nicht ausreichend beurteilen. Da müsste ich sie öfters nutzen. Was ich aber definitiv ausprobiert habe, das weiß ich, das ist diese Creme hier. Und ja, der Duft, der ist Wahnsinn. Und es fühlt sich so toll an, sich damit die Hände einzucremen. Und es riecht so gut. Das riecht nach Schokolade. Das ist eine Handcreme für geschmeidig zarte Hände. Und es steht nicht drauf, dass es nach Schokolade riecht. Aber es riecht voll nach Schokolade. Das ist voll erstaunlich, muss ich sagen. Bei Aveo, da war heute noch mal ein Badezusatz drin. Den anderen hatte ich jetzt noch nicht genommen hier. Dieses Badesirup, das ist heute Wohlfühlort mit Wohlfühlgarantie. Steht nichts dabei, wonach es riechen soll. Ich kann es auch nicht deuten. Also das muss ich halt ausprobieren, diesen Badezusatz. Beim Brigitte Box Kalender, da muss ich ja schon fast sagen, hatte ich Glück. Das kommt hier in dieser Verpackung. Sieht ganz hübsch aus. Bis auf, dass ich hier einen Sticker drin habe an der Seite. Okay. Weil auf den Sticker steht eigentlich auch nur dasselbe wie hier nochmal. Plus nochmal ein Badge. Was Badge heißt, vielleicht wisst ihr das. Badge. Jeden Fall haben wir hier einen von Drom. Borg ein Nailpolish drin in der Farbe Hashtag 33. Und ich habe wieder Glück. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das seht. So sieht das aus. Also es ist kein Orange, es ist kein Braun, sondern das ist so ein ganz einfaches. Ja, jetzt habe ich mir wieder die Hände eingecremt. Das ist so ein. Ja, wie nennt man denn die Farbe? So ein Puderrose? So ein. Also ganz, ganz leicht roséfarben, so weiß mit ein bisschen Rosé drin. Ja, also eine ganz helle Pastellfarbe auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe die anderen Farben gesehen, deswegen bin ich froh, dass ich die Farbe habe. Denn mit der Farbe kann ich definitiv wahrscheinlich auch was anfangen. Ja, muss halt auch noch gut halten. Bei Waterdrop, den großen Kalender, war ich heute ein bisschen enttäuscht. Da war so eine Flaschenhülle drin.
Also von der Qualität her sind die alle super. Das ist so ein Nepron, also wie so ein Tauchanzug, sowas, ne? Und man kann da halt seine Flaschen dann reintun, egal ob Glas oder Edelstahl. Und dann hält sich so diese Temperatur in dieser Flasche dann besser halt, ne? Beziehungsweise ist es auch dafür geeignet, wenn man jetzt zum Beispiel eine Glasflasche hat, dass die dann nochmal geschützt ist. Wo ich aber Erfahrung schon gelesen habe, dass in den meisten Fällen trotz dieser Hülle Flaschen kaputt gehen. Also das ist nicht jetzt gesagt, dass das ein ultimativer Schutz ist. Ich glaube, das ist vielen von uns auch klar, dass wenn ich etwas einwicke, es trotzdem kaputt gehen kann. Ja. Ist halt so, also ich brauch's nicht. Ich habe all meine Nepronhüllen in einen Schrank liegen, verschiedenste, also eine von den ersten Stunden, weil ich bin ja seit erster Stunde Kundin von Waterdrop und da habe ich eine grüne, eine orange, noch auch so eine Farbe hier, eine, ach, ich habe so viele Farben mittlerweile. Ich nutze die alle nicht, bloß ich werf die halt auch nicht weg, ne? Das mache ich nicht. Aber ich brauch's nicht. Ja, bei mir scheinen schon wieder zwei Herzen drin. Dann hatten sie heute Petersilienstängel. Das kam ganz gut an. Weil Petersilie mögen sie ja. Und ja, das hat denen ganz gut geschmeckt. Aber in Leipzig war wieder leckere Schokolade in den Nuss-Adventskalender von Lidl Cranberries. Und da hat auch mein Freund gesagt, ganz klar, das ist eine ganz klare Kaufempfehlung. Also der Nuss-Adventskalender von Lidl ist eine klare Kaufempfehlung. Also schöne Abwechslung, bis auf eins, sagte er, das hätten sie sich sparen können. Das waren die Erdnüsse Natura mit Schale. Das ist total unsinnig. Das ist so dumm gewesen. Weiß ich nicht. Also, nee. Alles andere haben sie mit ohne Schale und das packen sie mit Schale rein. Nee. Aber sonst, schöne Auswahl, schmeckt lecker, gute Qualität, von dem her passt. Bei denen, das habe ich sofort auch weitergegeben. Anna-Maria Damm von Brandnews Adventskalender war diese Ferrero Rocher. Haselnuss und Zartbitter, 55% Schokolade drin. Und ich muss sagen, keine Kaufempfehlung. Denn das schmeckt total intensiv nach Zartbitter, ist ja auch Zartbitter, aber das hat überhaupt nichts. Null. Absolut gar nichts mit Ferrero Rocher zu tun. Das ist einfach nur eine Zartbitter-Schokolade mit Nuss. Also das gibt's auch günstiger und für dieselbe Qualität und oder von anderen, wo du richtig so ein Zertifikat dabei hast. Also nee, also das ist keine Kaufempfehlung. Wer Zartbitter mag, wie gesagt, das ist das eine. Wer Nüsse mag, ja. Aber das hier hat überhaupt nichts mit Ferrero Rocher zu tun. Ferrero Rocher hat einen einzigartigen Geschmack. Das schmeckt man sofort raus, das ist Ferrero. Aber das hier, nee. Nein. Nein, nein, nein. Also kann ich nicht empfehlen, dafür Geld auszugeben. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich habe davon, glaube ich, nee, ich habe das nicht. Ich habe ein Stück probiert. Den Rest habe ich jetzt hier noch liegen. Habe ich dann weitergegeben. Also sonst fast 90% der Tafel habe ich weitergegeben an meinen Freund. Aber ja. Nicht schön. Nicht schön. Also wie gesagt, wir sind heute bei. Schmeckt heute überhaupt nicht. Und zwar ist das hier von Cher, wo mir die Marke ja auch überhaupt nichts sagt. War jetzt in dem Brandnews Adventskalender drin. Und zwar Schoko Cranberry mit Granatapfel. Also, ich habe aufgeschrieben. Es riecht unangenehm. Man macht das auf. Und selbst jetzt, das riecht total unangenehm. Das riecht säuerlich. Es riecht säuerlich, das wird wahrscheinlich von den Cranberries kommen. Es riecht aber, ich liebe Cranberries. Und das hier, das riecht, boah, das riecht alt, das sieht abgeranzt. Vom Geschmack ist es unklar, habe ich geschrieben. Es ist erst süß, dann schmeckt es wie Schokolade und dann irgendwie mit Nuss. Es schmeckt dann okay, aber Entschuldigung. Aber dieser Geruch, der ist so unangenehm, das ist so eklig. Also wenn ihr das esst,
bitte Nase zu oder ihr schnüffelt dran und findet's toll, aber dann finde ich es merkwürdig. Nee, ihr kann ja jeder sagen, wie er was findet. Nun zu den letzten drei Sachen. Bei Plissim war heute ein Doppelserum drin, Strahlkraft und Jugendlichkeit. Garantia el Abel de la Fort et le Doppelserum Ecale und Giannis Booster Vitamin C. Ihr habt's alle verstanden, ne? Nein, das ist ein Doppelserum. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt nochmal. Doch, das sieht man. Doch, das sieht man. Oben ist das eine, unten ist das andere. In der Pipette finde ich ja lustig, ist schon sogar beides so schon drin. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann mal schauen, wie es sein wird. Jetzt ist mir was runtergefallen. Ihr habt es nicht mitbekommen. Bei den Glossybox war heute ein Produkt von Kors drin. Die Marke hatte ich, glaube ich, noch nicht. Das ist ja hier irgendwie aus Griechenland. Ist total super sowas. Also solche Produkte mag ich, also sowas, ne? Aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall haben wir hier ein Night Brightening Sleeping Facial mit Vitamin C. Eine Nachtcreme. Jo. Und noch eine Nachtcreme hatten wir in den Yves Rocher Adventskalender drin. Eine kleine Probe, weil das ist halt so ein teureres Produkt. Und zwar Elixir Botanic Sleeping Care. Also eine ganz normale Nachtcreme. Jo. Heißt, ich habe einiges noch zum Ausprobieren und zum anderen zum Beseitigen, weil es mir so nicht schmeckt und ich einfach nur unzufrieden bin. Ja, meine Kerzen werde ich auch gleich auspusten. Morgen früh werde ich wieder arbeiten. Ich bin mal echt gespannt, wie, ob ich wieder hundertprozentig fit bin, sag ich mal. Ich werde es sehen. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen dritten Adventsabend, einen guten Start in die Woche. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr mal schreiben, ob ihr solche komischen Produkte auch in euren Adventskalender hattet bisher, die ihr überhaupt nicht mochtet. Wo ihr aber seid wie ich. Nein, wegwerfen geht nicht. Es wird entweder aufgebraucht oder es wird aufgegessen. Es wird nicht weggeworfen, egal wie schlimm es ist. Ja, und über ein Abo würde ich mich auch drüber freuen. Damit wünsche ich euch noch, wie gesagt, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und dann bis morgen.